Oh ja. Wir waren heute in der großen, weiten Welt einkaufen, um euch zu zeigen, was es so gibt im Lockdown. Wir waren in der Metro. Was haben wir ausgegeben? 155 Euro. 155 Euro. Genau. Wir dachten eigentlich, wir brauchen nicht viel diese Woche. Dann haben wir noch unseren Einkaufszettel vergessen. Ja. Haben wir dann nochmal neu geschrieben. Und ich weiß, was wir vergessen haben. Princess-Bohnen. Die haben wir nicht gekauft. Hä? Wir wollten Princess-Bohnen kaufen, wofür? Oder? Nee, hast du... Weiß ich auch nicht. Ich dachte gerade, wir haben vergessen, ihn zu kaufen. Nein. Okay. Ja, jetzt gibt es halt den Metro Howl Hall. Ein paar Sachen sind schon weggeräumt, und zwar die Tiefkühlsachen. Wir hatten 5 Tüten Tiefkühl-Ananas gekauft. Einmal Brokkoli, 2,25 Kilo. Und was war noch? Die Würstchen. Genau, wir hatten Beyond Meat Sausage, einen 10er-Pack geholt. Achso, ich dachte, das ist schon. Achso, ja, das kannst du wegnehmen. Genau, das sind die Ananas. Da hat der Bernd eine mitgenommen und der Rest ist schon in der Tiefkühlanlage. Genau. Special Guest Molly. Molly geht jetzt behind the scenes. Jedenfalls hatten wir die Beyond Meat Sausage geholt. Das ist so eine vegane Wurst, die wir immer als Bratwurst essen. Und die war im Angebot. Und deswegen haben wir die mitgenommen. Und du gehst in deine Wippe und schaust mir zu. Okay, so machen wir das. Guck, hier ist dein Spieli. Okay, wir versuchen das mal. Alles klar, wir legen los. Wir haben 2 Lagen von diesen Wachsbrechbohnen genommen. Die nehmen wir für diesen Salat mit Sahnesoße, Zucker und Essig. Das kennt ihr bestimmt, und Zwiebeln, voll lecker, so Oma-Dressing, sag ich immer. Du bist so süß. Oma-Dressing, 2 Lagen davon. Eine habe ich schon. Eine ist schon weg. Warum? So, weiter geht's. Wir haben einmal Lolo Bionda Salat. Lolo, das Lolo Rosso ist rot. Ja. 2-mal diese Aufbackbrötchen. 3-mal. Ja, wir haben mehr mitgenommen, weil ich davon auch esse. Wahrscheinlich in anderen Tüten. Kresse, die isst der Calvino total gerne so auf Butterbrot tatsächlich. Krasse Kresse. Krasse Kresse. Weißkohlsalat. Krautsalat. Ja. Oh, da war ich aber nicht dabei, als du die geholt hast. Nee, die haben angeboten. Ja, noch was. Dann haben wir 3-mal Gouda, und den aus der Metro, den mögen wir sehr gerne. Also nicht wir, ich esse den so nicht, aber Bernd und Calvino mögen den sehr gerne, weil der halt in quadratischer Form ist und die Scheiben sind so schön dünn. Also 3-mal Gouda, 1-mal Butterkäse. Und ich musste ja frühzeitig raus bei der Metro. Vielleicht sind wir mal reingelaufen für dich. Und das habe ich alles nicht mitbekommen. Der Bernd hat 1-mal Mini-Nussecken mitgenommen, 1-mal Mandelhappen. Richtig, magst du die? Ja, bestimmt. Süßes geht immer. 1-mal Florentina. Mhm. Was? 2-mal. Mandel-Florentina 2-mal. Ich will jetzt alle mitnehmen. Nein. Ich bin ja so froh, dass ich 800 Gramm abgenommen habe wieder. 1-mal sowas, Cheddar-Käse. Calvino sagt, der schmeckt ganz lecker. Echt? So, und jetzt, wir holen ja immer große Gewürze, und die holen wir in der Metro, weil wir sehr viel davon brauchen. 1-mal Gyros-Gewürz. 1-mal Dillspitzen, die mag ich so gerne. Und normal haben wir die immer tiefkühl hier. Aber ja, ist manchmal doof, die dann rauszusuchen. So habe ich es halt einfach zum Drüberstreuen auf Kartoffeln oder so. Total lecker. Ja, ich liebe Dill. Erinnert mich immer so ein bisschen an Fisch. Ich esse zwar keinen Fisch mehr, aber egal. So, weiter geht's. Dann haben wir 1-mal Grünländer Käsewürfel. Wahrscheinlich so zum Abendbrot, einfach dabei zum Snacken. Hast du den weggeschmissen? Ja, da ist er. Bitteschön. 1-mal Kurkuma. Haben wir auch recht viel, 170 Gramm. Wir nehmen das immer für unser Tofu-Rührei, was wir sonntags meistens machen. Und das ist dann einfach für die gelbe Farbe. Und das soll auch echt gesund sein, Kurkuma. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist.
eine große Packung Majoran. Das nehme ich sehr gerne, wenn ich jegliche Soßen koche, dann benutze ich gerne Majoran dafür, also da rein zu tun. Paprika edelsüß wieder nachgeholt, das waren nämlich alle. Ali. Einmal Cordon Bleu. Dann haben wir 1 Kilo Quark geholt. Ich wollte nämlich einen Käsekuchen backen. 1 Kilo Quark, Molly. Ja. So. Jetzt kommen ein bisschen die gesünderen Sachen zum Vorschein. Gehen wir gleich baden. Einmal Möhren mit Grün. Die Möhren kann ich euch empfehlen, immer in ein Gefäß mit Wasser zu stellen und dann in den Kühlschrank zu stellen. Sie halten, keine Ahnung, wochenlang, kann man das sagen? Jahrelang. Nein, jahrelang nicht. Aber 2-3 Wochen ohne Probleme frisch in der Kühlung. Dann haben wir einmal Champignons mitgenommen für Pizza. Gesundheit! Ich habe was mitgenommen, was ich unbedingt ausprobieren wollte. Sprossen. Also ich esse total gerne Sprossen. Alfalfa-Sprossen mache ich mir immer selber. Und das sind jetzt Radieschensprossen-Trio. Rote Radieschen, Radieschen und Rettichsprossen. Und die möchte ich unbedingt im Salat probieren. Ich glaube 1,69 € haben die gekostet. Ich habe dich gefragt, du hast mir das erlaubt. Einmal Eier. Ja, 2-mal Pflanzencreme zum Eincremen. Das ist direkt kalt. Ja? Bitte? Einfach die Zahlen. So, dann haben wir hier noch einmal die Brötchen. Dritte Packung. Und dann haben wir 2-mal Fladenbrot mitgenommen, weil wir heute so eine Fladenbrotpizza machen wollten. Aber warum sind wir eigentlich von unserem Plan abgewichen? Wir wollten ja heute Bratkartoffeln mit Speck machen. Weil das zu lange dauern würde. Wir hätten die jetzt noch kochen müssen, noch wälzen müssen, braten müssen. Ich habe voll Hunger. Ja. Was denn? Lecker. Bratkartoffeln. Aber können wir ja morgen machen. Dafür machen wir anderthalb keine Pizza. Genau, und das war alles, ne? Ja. Zack. Nee, und eine Kiste Cola haben wir noch mitgenommen. Eine Kiste Cola, weil die Mama darauf so Lust hatte. Würde ich wohl nehmen, ja, weil dann kann ich mir morgen mit dem Rest Kidneybohnen meinen Salat machen. Gut, ihr Lieben, das war alles. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.